Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu C Sharp. So, dieses Mal geht es weiter mit den Interfaces und Mehrfachvererbung. Das kann man nämlich nur mit Interfaces erreichen und was auch übrigens ein riesiger Pluspunkt dafür ist. Und zwar geht das Ganze ziemlich easy. Wir haben einfach ein Interface, zum Beispiel dieses IT hier, und dann haben wir noch ein anderes Interface, wie zum Beispiel Public Interface. Gewicht. Das heißt, diese ganzen Tiere haben auch ein gewisses Gewicht. So, aber Gewicht kann man natürlich nicht nur in Tieren machen, sondern man kann Gewichte auch für, keine Ahnung, Gegenstände, für alles Mögliche machen. Jetzt könnte ich natürlich hier einfach schreiben, iTier erbt von iGewicht. Aber das würde nicht viel weiter aussagen, denn ich könnte Tier ja natürlich auch noch von, keine Ahnung, Lebewesen erben lassen und nicht jedes Lebewesen hat vielleicht, okay, doch jedes Lebewesen hat ein Gewicht, aber ist egal. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Man kommt um Mehrfachvererbung manchmal nicht drum rum und deswegen lasse ich hier jetzt mein Tier. Achso, hier brauche ich noch eine Funktion, wie zum Beispiel void, nee, nicht void, int Gewicht. So. Und jetzt lasse ich meinen Hund einfach noch von diesem Gewichtteil erben. Und das bedeutet, ich schreibe hier einfach hinter dieses Erben von iTier, schreibe ich einfach ein Komma und iGewicht. So. Und jetzt habe ich logischerweise geschafft, was ich wollte. Allerdings habe ich hier dann noch ein Problem, denn mein Hund braucht noch eine Methode, nämlich diese Gewichtsmethode. Und dann schreibe ich hier einfach mal rein: Public void public int Gewicht und der wiegt einfach immer 100, was auch immer, 100 Äpfel, 100 Pfund, 100 Kilo, alles dasselbe, einfach 100. Genau, so, jetzt habe ich aber hier natürlich das Problem, ich kann hier nicht einfach auf jeden T, kann ich nicht Gewicht aufrufen, sondern ich kann das nur auf jeden Ei Gewicht machen. Und dazu müsste ich dann hier den Typ ändern und so weiter, aber wozu Interfaces da sind, haben wir letztes Mal geklärt. Was wir jetzt gemacht haben, ist effizient oder effektiv eine Mehrfachvererbung. Und die haben wir einfach mit diesem Komma hingekriegt. Warum sollte man bei Mehrfachvererbung vorsichtig sein? Wieso haben das viele Programmiersprachen teilweise gar nicht drin? Manche nur mit diesen Interfaces, nur C oder C++, um genau zu sein, haben hier echte Mehrfachvererbung. Das liegt daran, dass man teilweise Mist damit machen kann, ziemlich großen Mist. Und einen zeige ich euch jetzt gleich mal. Zum Beispiel, wenn ich hier in meinem Tier auch noch ein Int-Gewicht definiere. Klammer, Klammer, Semikolon. So, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich hier erstmal noch ein Gewicht ausgeben, weil sonst kriege ich bei der Katze einen Fehler. Und den Fehler wollen wir ein bisschen anders haben. Die Katze wiegt immer 40, was auch immer. So, und jetzt sage ich hier einfach mal, ich rufe dieses Gewicht auf. Okay, jetzt ist es so, wir können das aufrufen und haben einfach nichts ausgegeben. Was logischerweise daran liegt, dass ich hier kein sysout davor gehängt habe, beziehungsweise kein console.writeline. Und zwar über dieses Gewicht. So, vielen Dank. Okay, starten wir das Ganze nochmal. Ihr seht, es funktioniert doch. Ich hab bei der Katze 2x40 ausgegeben, also hier oben 40 und hier unten 40 und beim Hund habe ich 100 ausgegeben. Jetzt habe ich aber ein riesengroßes Problem eigentlich, also so ein Denkproblem im Prinzip, könnte man sich vorstellen. Und zwar habe ich hier ein Interface, das gibt iGewicht zurück. Das hat hier einfach ein Integer-Gewicht in der Funktion definiert und das Tier hat aber genau denselben Integer bzw. dieselbe Funktion auch automatisch definiert. Und in meinem Hund steckt beides drin. Sprich, ist das jetzt die Methode, die ich hiervon geerbt habe oder ist das hier die Methode, die ich hiervon geerbt habe? Tja, was natürlich ziemlich toll ist, es ist scheißegal, von wem ich es geerbt habe. Denn beide wollen ein Integer-Gewicht haben und beide werden sozusagen zufriedengestellt, denn ich habe hier den Integer-Gewicht überschrieben und hier den Integer-Gewicht überschrieben. Das heißt, es ist im Prinzip egal, wo das herkommt. Und da ich tatsächlich nur solche Methoden hier vererben kann, ohne Methodenrumpf,
ist es auch echt egal, oder macht es kein Problem, wenn ich von Interfacen mehrfach Vererbung habe, von Interfaces mehrfach Vererbung habe. Sprich, alles ist gut. Allerdings wäre es kompliziert geworden, wenn ich hier auch noch irgendwelche Integer direkt benutzen könnte. Im Prinzip ist bei Mehrfachvererbung alles ein Problem, was nicht abstrakt ist. Denn da muss der Programmierer dann tatsächlich mal nachdenken und das macht das Ganze dann so ein bisschen unsicherer. Sagen wir mal, ich habe hier ein Int a gleich 5. Was auch immer dieser Int a jetzt ist. Jetzt wird es ein bisschen abstrakt. Und ich habe hier in meinem Interface i-Gewicht habe ich auch ein Int a. Allerdings ist der hier 10. So. Und wäre das jetzt erlaubt, wenn ich starte, sehen wir, dass es nicht erlaubt ist. Schnittstellen können keine Felder enthalten. Aber wäre das jetzt erlaubt, dann hätte ja mein Hund auch ein A. Aber welches A wird jetzt ausgegeben, wenn ich hier sage, einfach sysout A oder halt console.readline A? Wird dann dieses A gleich 10 ausgegeben oder wird A gleich 5 ausgegeben? Und das ist immer so eine Sache, wenn zwei Sachen dann wirklich gleich heißen. Dann muss man sich für eins entscheiden. Entweder der Compiler macht es automatisch oder wir müssen tatsächlich dann so schlau sein und sagen, okay, ich darf halt meine Variablen nicht gleich nennen, beziehungsweise auch mit Methoden. In dem Fall macht es bei Methoden nichts aus, weil ich ja hier keinen Code drin habe. Aber hätte ich jetzt hier Code drin, wie zum Beispiel int Gewicht, und dann schreibe ich hier zum Beispiel sowas wie return 100. Ups. Und hier schreibe ich int Gewicht, also wenn das jetzt keine Interfaces, sondern Klassen wären, wie es bei manchen Sprachen üblich ist. Und deswegen sage ich hier return 40. Das heißt, meine int Gewichte geben verschiedenes Zeugs zurück, also hier einmal 100 und hier einmal 40. Und wenn ich das jetzt hier nicht überschreiben würde, sondern so einfach erben würde, dann hätte mein Hund ja auch ein int Gewicht. Aber würde er jetzt 100 zurückgeben oder würde er 40 zurückgeben? Das weiß man nicht so genau. Und da wird es esoterisch, nein, Spaß. Da wird es einfach einen Fehler geben, weil der Compiler sich nicht entscheiden kann, nehme ich jetzt die 100 oder nehme ich die 40. Und deswegen sagt einfach, nö, nehme ich nicht an. Deswegen haben wir einfach Mehrfachvererbung nur für Interfaces erlaubt und müssen nicht denken oder sowas, sondern wir kriegen gleich einen Fehler um die Ohren geschmissen, wenn wir irgendwie eine Methode implementieren. Und bei abstrakten Methoden ist es ja völlig egal. Wenn wir hier den Int-Gewicht implementieren in dem Hund, dann ist es egal, ob der hiervon kommt oder hiervon kommt. Wenn wir jetzt allerdings zwei unterschiedliche Int-Gewicht haben, zum Beispiel hier ein Double und oben ein Int, dann muss ich hier auf die Methodensignatur achten und sagen, okay, public Int-Gewicht, na, das befriedigt diese Methode hier. Wenn ich jetzt aber beide hier implementiert habe, nämlich den I-Tier und den I-Gewicht, also die beiden Interfaces, dann brauche ich auch noch eine Methode, die mein Double-Gewicht zurückgibt. Und dann brauche ich tatsächlich zwei unterschiedliche Methoden. Das heißt, wenn ich das jetzt ausführe, kriege ich einen Fehler, wie erwartet, und sage, okay, der Hund implementiert Gewicht, also Console Application 4 ist das, was wir hier als Dings haben, beziehungsweise der Namespace, Punkt I-Gewicht, Punkt Gewicht nicht. Also diese Methode hier, die fehlt im Hund. Und deswegen kriegen wir hier einen Fehler. Da macht es dann wiederum einen Unterschied. Okay, ich hoffe, ihr konntet mir soweit folgen. Ich weiß, das ist jetzt kompliziert gewesen und es war auch ein bisschen vorausgegriffen, aber es ist wichtig, dass man irgendwie weiß, warum Mehrfachvererbung nur für Interfaces geht und nicht für normale Klassen. Das ist auch übrigens ein großer Grund, warum man hier Interfaces eingeführt hat und einfach sagt, okay, wir erlauben Mehrfachvererbung nur für Interfaces. Fertig. Gut. Ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ihr seid schlauer geworden. Und seid jetzt schon richtig weit fortgeschritten, muss ich sagen. Und ja, alles klar. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.